Erich Boyard, was für ein Gefühl ist, dass die Triebel in den Händen haben, nachdem man so viel Arbeit in die Triebel gesteckt hat? Ja, es ist ein ungeheuer sensibles Gefühl. Man hat das Gefühl, muss ich im Winter in einer Schafwolle drehen. Die Teilnehmer von Erlebnis Weinbau sind jetzt gerade hier in einer Besichtigung vom Weinkeller und von der Produktion. Was erwartet Sie da? Ski oder ich? Ja, wir erwarten, dass wir einmal mal präsentieren können, was wir machen, was für Triebe wir haben, was für Sorten wir haben und was für Wein wir machen. Was für Stufen machen die Triebe jetzt durch, bis der fertige Wein auf dem Tisch steht? Ja, es gibt natürlich verschiedene Prozesse. Als erstes einmal gibt es eine Gärung, Zucker zu. Also der Zucker wird zu Alkohol verwandelt und danach gibt es eine zweite Gärung, das ist der Jänner. Und danach, bis er filtriert kommt, und dann kommt der erste ab Ostern, kommt er dann in die Flasche. Wo kann man denn der Wein überall kaufen? Der könnt ihr in verschiedenen Restaurants, aber auf alle Fälle hier im Keller, ist jeden Tag hier offen. Und hier könnt ihr degustieren und könnt noch kaufen. Wie lange geht es eigentlich, bis der Wein vom Wimdu nachher hier im Glas ist? Ja, das würde ich sagen, es geht ungefähr um das Ostro, wird ungefähr bereit sein. Auf was müssen wir da achten bei diesen ganzen Prozessen, die er vorher aufgezeigt hat? Das erste ist eine Sauberkeit. Es ist ungeheuer wichtig, dass keine falschen Bakterien drin kommen oder Essigbakterien. Es muss alles sauber sein und es gibt nur die beste Ware, die einen guten Wein gibt. Und das ganze Rapjahr durch, was machen die eigentlich am liebsten? Am liebsten bin ich am Schneiden und danach im Foltern und danach am Ausputzen und danach und so weiter. Ich bin am liebsten noch eben. Was findet ihr ist typisch Walliser? Typisch Walliser ist ein gutes Glas Wein und ein Muscat in der Hochzeit, ein Arwin zum Dessert und ein Hermitage über den Winter.